Meine Damen und Herren, liebe Cora, lieber Hikmat, liebe Freunde vom Ibn Rushd Fund, lieber Sadek, lieber Herr Steinbach, meine Damen und Herren, wir sind sehr froh, dass Sie hier sind. Urahab bikum jami'an bi ism Mataf al-Fan al-Islami. Und wir sind sehr froh, dass der Ibn Rushd-Preis nun, der zum 14. Mal vergeben wird, bei uns zum 3. Mal zu Gast sein kann. Und wir glauben auch als Museum, dass das extrem wichtig ist. Und nicht nur in den Momenten, wo man denkt, wie in Ägypten, dass der eine Diktator weg ist, dann kommt der nächste Autokrat, demokratisch legitimiert. Freiheit des Denkens, des Handelns, Menschenrechte bleiben immer aktuell. Und daher ist auch der Ibn Rushd Fund von so enormer Bedeutung. Dieses Jahr ist die Wahl eine sehr gute Wahl und leider auch eine sehr aktuelle Wahl. Seit gestern funktioniert in Syrien kein Internet mehr, kein Telefon. Und wir alle machen uns nicht nur Sorgen um die Preisträgerin, sondern natürlich um all die Freunde, Verwandte und Bekannte, die wir oder viele von uns in Syrien haben. In einem Krieg, der so entsetzlich und so grausam ist, dass es uns oft lähmt, viel zu sehr lähmt, dass wir oft nicht wissen, was zu machen ist. Und da ist auch dieser Preis so enorm wichtig, denn er wird vergeben an eine Frau, die sehr jung ist und eigentlich das auszeichnet, was die syrische Revolution auszeichnet. Nicht, wie wir mit Medien erfahren, ist das Hauptmerkmal dieses Volksaufstandes, die Islamisten sind nicht die Islamisten, die nach Aleppo einsickern. Es sind auch nicht die ausländischen Kräfte, die links und rechts diesen Krieg herbeigeschworen haben. Es sind auch nicht Spannungen zwischen Sunniten und Alawiten, die der Grund des Ganzen sind, sondern es war von Anfang an eine unglaubliche, unbegreifbare Grausamkeit eines Regimes gegen seine eigene Bevölkerung. Und es waren junge Leute und es waren vor allen Dingen Frauen, die aufgestanden sind und gerade im ersten halben Jahr noch sehr friedlich dagegen aufgestanden sind, mit einer ungeheuren Kreativität. Wenn man Freunde aus Syrien hat, die einem berichten, wie es auf den Straßen zuging, dann kann man nur sagen, liebe Syrer, großen Respekt, mit diesen Mitteln gegen diese Grausamkeit vorzugehen. Denn es war sehr oft friedlich auf den Straßen, es war kreativ. Und auch heute, da wo der Staat weg ist, hören wir von Freunden, dass Mechaniker, Ingenieure, die Leitungen reparieren, Lehrer in Häuser gehen, unterrichten. Das syrische Volk hat auch mit diesem Preis eine große Anerkennung stellvertretend bekommen. Dafür glauben wir, dass eben Rushd Fund eine sehr wichtige Einrichtung ist und sehr wichtig auch für unser Museum. Denn natürlich arbeiten wir als Museum über die Vergangenheit, über große Bauwerke. Wir restaurieren, wir arbeiten in Grabungen. Wir arbeiten in Museen im Nahen Osten, aber neben diesen Kulturdenkmälern, von denen ich heute nicht reden möchte, die ja in Gefahr sind und von denen wir oft genug auch in der Presse berichten, sind es ja die Menschen, die all die, die in Syrien arbeiten, kennengelernt haben und mit denen sie sich befreundet haben und mehr, denen man heute helfen muss. Und das können sie natürlich mit Spenden, sie können das nachher auch mit dem Ibn Rushd Fund. Da gibt es auch gleich noch einen Vorschlag, wie man Menschen helfen kann. Und ich kann Sie nur auffordern, das zu tun. Daher freue ich mich sehr, dass es bei uns heute stattfindet. Wir alle sind irgendwie mit Syrien verbandelt. Meine Vorgänger, fast alle Male, ich, meine Kollegen haben in Syrien gearbeitet. Und wir alle hängen mit Herz an diesem Land. Nun, bevor ich aber das Wort übergehe und Sie nochmal herzlich begrüße, will ich Ihnen trotzdem noch in eigener Sache ein Weihnachtsgeschenk ans Herz legen. Nämlich die Mitgliedschaft beim Freundeskreis des Museums für Islamische Kunst, mit dem Sie in alle Sonder- und Dauerausstellungen der staatlichen Museen kommen, ist aber billiger als eine Jahreskarte und vor allen Dingen helfen Sie uns damit. Aber Mitgliedschaft schön und gut, nehmen Sie es gerne mit, wenn Sie Geld locker haben, dann aber für den Ibn Rushd Fund heute Abend. Und vielen Dank nochmal den Kollegen, dass Sie hier sind und wir freuen uns auf einen hoffentlich schönen, auf jeden Fall sehr wichtigen Abend. Danke fürs Kommen.